Hallo, ja, herzlich willkommen hier im Filmforum NRW im Museum Ludwig. Liebe Mitglieder der Akademie, liebe Nominierte, liebe Gäste, ich begrüße Sie alle zu unserem 5. Symposium der Akademie. Und ja, worüber wollen wir reden? Bei den Nominierungen war bereits ein ganz klarer Trend abzumachen. Dass Pay-TV und Streamdienste als Auftraggeber und Anbieter ARD, ZDF, RTL, Sat1 und Pro7 bei den Serienprogrammen ganz klar überholt haben. Dann gibt es Entwicklungen wie das Anke Schäfer-Court jetzt gerade bei der Eröffnung der Medientage in München Gebührengelder für RTL-Programme fordert und sagt, warum soll TV-Programm in Zukunft nicht ausgeschrieben werden und systemunabhängig vergeben werden, so wie es in anderen Ländern der Fall ist oder so wie es Pro7 Sat1 Konrad Albert ja auch gefordert hat. Die RTL-Serie Deutschland 83 wird als Deutschland 86 bei Amazon fortgesetzt und ist erst dann bei RTL zu sehen. Die TNT-Serie 4 Blocks wird an das öffentlich-rechtliche ZDF Neo gehen. Hinderfing geht vom Bayerischen Rundfunk zu Netflix und bei Babylon Berlin kooperieren die Pay-TV-Sender Sky und die ARD von Anfang an. Es sieht also ganz so aus, als wenn das Fernsehen heute schon von Partnerschaften bestimmt wird, die früher undenkbar waren, und umso mehr sind wir gespannt, nun zu erfahren, wenn es heißt, vor uns die Streamflut, wie sieht Fernsehen in 10 Jahren aus? Und darüber wollen mit Ihnen diskutieren auf dem Podium Professor Dr. Eva Stadler, Hochschule der Medien in Stuttgart und auch nominiert als Produzentin für 4 Blocks. Bitte einen herzlichen Applaus. Dann Philipp Käsbohrer, Geschäftsführer und Produzent der Bild- und Tonfabrik, sicherlich bekannt mit Produktionen wie Schulz und Böhmermann und Neo Magazin Royal. Ries Nölke, Senior Vice President Strategy RTL Group. Ich erspare mir das jetzt, die ganzen Produktionen aufzuzählen, die dort gemacht werden. Und Dr. Michael Müller, Chief Distribution Officer Legal and Regulatory Pro7 Sat1 Media AG oder SE. Und last but not least den Moderator, Dr. Lutz Hachmeister, Publizist und Filmemacher, der die Moderation übernehmen wird. Ja, vielen Dank, Stefan Ottenbruch. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Vielen Dank, dass Sie mir das abgenommen haben, die Kollegen hier vorzustellen. Dann können wir gleich in das Thema einsteigen. Vor uns die Streamflut. Wie sieht Fernsehen in 10 Jahren aus? Das wissen wir natürlich hier auch nicht. Aber wir versuchen trotzdem darüber zu diskutieren. Frau Stadler, Sie haben so einen Doppelblick als Professorin für Medienwirtschaft. Also einen, sag ich mal, systematisch strukturierten Blick auf die Szenerie, aber als jemand, der auch ganz praktisch an Produktionen, an preisgekrönten Produktionen maßgeblich beteiligt ist. Was ist eigentlich das bei dieser Entwicklung vom, sage ich jetzt mal grob, vom standardisierten linearen Fernsehen hinweg zu sehr vielen anderen Möglichkeiten der Produktion und Distribution? Was ist für Sie das Spannendste im Moment? Also um das auch tatsächlich auf beiden Schienen aufzuziehen, das Spannendste aus Professorensicht ist, dass sich hier ein breites neues Forschungsfeld ergibt, angewandte Medienforschung, wie kann man neue Mediennutzungsarten in Inhalte übersetzen, das ist ein großes Thema, was wir an der Hochschule vor allen Dingen auch aus dem jungen Blick der Studierenden heraus betrachten. Aus Produzentensicht ist es natürlich ein breites Spielfeld, eine große Spielwiese, sich neu auszuprobieren. Die horizontale Serie, die wir sicher hier alle im Raum sehr lieben, hat einfach ein breites Spektrum bekommen an Möglichkeiten, auch distribuiert zu werden, was sie einfach davor nicht hatte. Und diese beiden Aspekte zusammen auch in der Kombination sind sehr, sehr spannend momentan. Kurze nach, wie rasant oder wie schnell wird sich dieser Strukturwandel vollziehen? Also der traditionelle Produzent kennt halt seine Redakteure, kennt halt seine Sender, kennt die Departments. Jetzt gibt es zumindest strukturell mehr Möglichkeiten zu akquirieren, anzubieten, co-zu-produzieren mit den verschiedensten Verbandelungen, die Stefan Ottenbruch eben genannt hat.
Ist das ein Bruch oder ist das sozusagen, bleibt das eher die Ausnahme, diese neuen Möglichkeiten? Also ich glaube, dass sich das weiterentwickelt in einer friedlichen und fröhlichen Koexistenz beider Systeme, die vor allen Dingen unter Umständen im inhaltlichen Bereich, gerade im fiktionalen Bereich, dann irgendwann auch zu einer Kannibalisierung führen wird. Aber da ist der Weg noch ein bisschen weit. Jetzt muss erstmal die erste Netflix-Serie funktionieren und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Herr Kessler, bei Ihnen funktioniert ja so ziemlich alles. Also Sie sind so der Shootingstar der, der jungen deutschen Comedy-Produktion. Aber das ist sehr basiert im Moment immer noch auf einer engen Beziehung zum ZDF. Was ist der Vorteil einer solchen klaren Partnerschaft mit dem Neo-Magazin Royale zum Beispiel und ZDF Neo? Und was sind die Freiheitsgrade in einer solchen Arbeitsbeziehung mit einem Sender? Unser großer Vorteil in der Zusammenarbeit mit dem ZDF ist tatsächlich natürlich, dass wir jetzt so eine riesige, regelmäßige Produktion haben, dass wir darüber natürlich einfach unser eigenes Studio aufbauen konnten, unser Team sehr fest strukturieren können und dass wir da jetzt nicht so sehr auf einen Dienstleistermarkt angewiesen sind deswegen, sondern einfach sehr, sehr viel eigentlich eher wie eine Studioproduktionsfirma selber herstellen können. Also wir haben eigene Szenenbildner, wir haben ein eigenes großes Postproduktionsdepartment und das ist erstmal so für uns als Arbeitsweise natürlich wahnsinnig interessant, weil da sich Produktionswege einspielen und wir Dinge nicht jedes Mal irgendwie neu machen müssen. Insgesamt ist es so, dass wir, als wir angetreten sind, diese Sachen zu machen, die wir so machen, gar nicht auf ein explizites Medium gezielt haben. Wir haben an der Filmhochschule studiert, es war erstmal wichtig, dass die Sachen überhaupt gesehen werden. Wir haben uns über Filmfinanzierung Gedanken gemacht natürlich und über Medienfinanzierung, aber nie darüber Gedanken gemacht, wie können wir damit Geld verdienen, weil das stand erstmal außer Frage, dass das eines Tages funktionieren könnte. Und was ich glaube, dass wir jetzt quasi in dieser Zeit, in der wir angefangen haben, diese Sachen zu machen, mit Roschen Böhmermann angefangen, dann das Neo-Magazin, Formate wie Kiebekus beim WDR, Mr. Dix, dass das alles Sachen waren, die tatsächlich eigentlich nur in dieser neuen digitalisierten Medienlandschaft überhaupt möglich waren, auf die Spur zu bringen. Und ich glaube nicht, dass wir quasi in so einer traditionellen linearen Welt auch sowas wie das Neo-Magazin auf diese Schlagzahl, auf diese Öffentlichkeit gebracht hätten, sondern da spielt tatsächlich die Non-Linearität, YouTube, die Mediathek, die ganzen anderen Verbreitungswege für uns einfach eine vordergründige Rolle. Wenn das ZDF jetzt irgendwann sagen würde, wir wollen das nicht mehr, aus welchem Grund auch immer, sehe ich jetzt nicht im Moment, aber hypothetisch wäre das sehr schlimm oder gibt es inzwischen so ein Selbstbewusstsein, in diesem Markt können wir sowieso bestehen mit dem, was wir können und anbieten? Das ist jetzt so ein Horrorszenario. Wir arbeiten wahnsinnig gerne mit dem ZDF zusammen und das ist irgendwie so, das will, glaube ich, keiner, dass das irgendwie eintritt. Aber natürlich haben wir das Gefühl, dass der Markt so breit ist. Wir machen ja auch nicht nur Produktionen fürs ZDF. Auch jetzt schon, dass der Markt so breit ist, dass wir da auch andere Partner finden könnten. Aber das ist jetzt keine Sache, die irgendjemand anstrebt. Herr Nölke, die RTL muss ja unterscheiden zwischen der RTL Group, der internationalen Group, der europäischen Group und RTL Deutschland zum Beispiel. Aber RTL ist sozusagen der Archetypus des kommerziellen Free-TV in der klassischen Form mit allem anderen, was ihr noch macht. Klar ist ja, dass die linearen Einschaltquoten kontinuierlich sinken, das ist strukturell bedingt. Inwiefern hat man da eine Chance, mit solchen Kooperationen und neuen Outlets außerhalb des konventionellen Fernsehens überhaupt gegenzusteuern? Ich meine, ihr liefert ja immer noch wahnsinnige Gewinne nach Düsseldorf sag ich schon, nach Gütersloh ab. Wie lange kann das noch so bleiben? Also was sind die Perspektiven? Das fände ich jetzt echt schlimm, das nach Düsseldorf irgendwie zu schicken. Aber ich glaube, wir sehen jetzt gerade so, dass das Mainstream, was wir einfach irgendwie über Jahrzehnte irgendwie auch forciert haben, sich jetzt einfach in der Fragmentierung jetzt auch ganz klar so ausdifferenziert, dass es auch eine gewisse Wirkungskraft entfaltet auf das Geschäft. Ja? Und ich glaube, Streaming-Flut, ich nenne das immer, das sind die Video-Tsunamis, die über uns jetzt rüberrollen, das ist nicht nur Netflix, das sind ganz verschiedene Dinge, wo einfach Video einfach überall ist und die Aufmerksamkeit, sage ich mal, der Zuschauer jetzt einfach auch wieder ganz klar
im Fokus liegt. Also das ist nicht nur ein magisches Dreieck, Content, Distribution, Monetarisierung. Jetzt steht der Zuschauer wieder im Mittelpunkt. Er hat wieder mehr Möglichkeiten, Dinge auszusuchen. Und wir als RTL Group versuchen das natürlich irgendwie auch irgendwie neben dem traditionellen Fernsehgeschäft auch durch digitale Investitionen und Geschäfte auch neu abzubilden. Und wenn man sich einfach in den USA anschaut, welche sage ich mal, Geschäfte da neu entstehen, über wie Content produziert wird. Also da werden Kochvideos, ja, und Kochserien sozusagen fast in einer Fabrik produziert. Ja? Und das mag keiner so richtig schön finden, aber was halt rauskommt. In welcher Fabrik? In so einer Konservendosenfabrik? Naja, also, da wird einfach eine, da werden Videos auf einem ganz anderen Level produziert. Und dann aber auch wirklich irgendwie in einem Mix, irgendwie mit einer Doku-Reihe in Patagonien. Und trotzdem irgendwie findet dann sozusagen die sogenannte Voice, ja, die da kreiert wird, einfach dann auch ein entsprechendes Nahrungsbett bei dem User. Und das finde ich schon ganz spannend, weil Haltung und Standpunkt tatsächlich dann wieder ein Wert gewinnt, der vielleicht irgendwie im Mainstream an der einen oder anderen Stelle auch verloren gegangen ist. Mhm. Sie haben gesagt, es ist nicht nur Netflix, das ist klar, wir kennen das ja alle, YouTube, und im Prinzip sind die Outlets ja unendlich. Also jeder Zeitungsverlag hat inzwischen audiovisuellen Content und jeder kann im Prinzip technisch gesehen machen, was er will, wenn er ein Publikum findet und eine entsprechende Mediaplanung und die Werbeschaltung. Aber kommen wir nochmal auf Netflix zurück. Also Netflix hat jetzt, wenn ich das diesem Ranking entnehme, rund 8 Milliarden Umsatz. Das ist die Hälfte von Bertelsmann. Und Bertelsmann war mal der weltgrößte Medienkonzern. Also daran sieht man ungefähr die Dynamik, die eingesetzt hat. Wenn man das weiter prognostiziert, kann man sagen, dass Netflix, wenn das Wachstum so weitergeht, in 3-4 Jahren größer sein wird als Bertelsmann, also euer Mutterkonzern. Die Frage, die dahinter steht, ist, ob überhaupt noch eine nationale Medienindustrie hier angesichts dieser Entwicklung überleben kann. Nun seid ihr ohnehin schon europäisch aufgestellt, aber die Frage stellt sich ja. Ich bin da eigentlich ehrlicherweise optimistischer, weil ich glaube, das, was auch Netflix versucht gerade, ist ja sehr stark lokal zu werden. Und wir sehen ja auch, ob ich das jetzt in Holland irgendwie mir anschaue, wo wir beispielsweise mit Videoland tatsächlich den Nummer 2 Streaming-Dienstleister gegen Netflix auch positionieren, da geht es ganz klar um lokale Inhalte, eigene Serien, eigene Produktionen. Das ist für das Publikum, das zwischen Netflix und anderen und Amazon quasi konkurriert, genau der richtige Weg für die Fernsehsender, sich da einfach einen neuen Kanal zu schaffen. Es macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, jetzt den 10. oder 11. Sender irgendwie als Senderfamilie zu starten, sondern der findet jetzt als VOD-Produkt im Netz statt und wird sich aber dann, wenn wir dann ein paar Jahre weiterdenken, dann auch wieder irgendwo auf der Kiste im Fernsehen, im Wohnzimmer wiederfinden. Mhm. Das ist für mich relativ klar, dass das sozusagen die Marken von morgen sind. Mhm. Herr Müller, ähnliche Situation wie bei RTL, aber ihr habt mit Maxdome einen eigenen Streamingdienst. Wie läuft das? Wie läuft der? Der läuft gut. Wir müssen natürlich sagen, super. Selbstverständlich, der läuft gut. Wir waren ja auch die Ersten. Und ich denke, wir sollten auch alle uns freuen, dass wir als ProSiebenSat.1 in der Lage sind, den globalen Giganten was in Deutschland entgegenzusetzen. Sie wissen ja auch, wir haben die erste eigene produzierte Serie jetzt mit Jerks und Christian Ulm erfolgreich gestartet. Also insoweit muss es unser aller Interesse sein, dass solche Plattformen auch aus Deutschland heraus angeboten werden. Aber nochmal zu Ihrer Frage zurück. Machen wir uns Sorgen, dass in Zukunft die deutsche Fernsehlandschaft oder Medienlandschaft in der Zukunft nicht mehr so ist, wie wir die im Moment erleben, nämlich als extrem vielfältig, als diversifiziert. Ich bin prinzipiell auch, wie der Kollege aus Köln, optimistisch, aber es heißt auch Obacht. Und Obacht deshalb, weil wir es in Zukunft mit globalen Playern zu tun haben, die sich im Zeitalter des, und ich will das mal so nennen, Plattformkapitalismus in einer Art und Weise in Märkte bewegen, die am Ende dazu führen kann, dass hier Monopole entstehen. Und ich denke, hier ist vor allen Dingen die Regulierung gefragt, dass in Zukunft die Kreativindustrie in der Lage ist, auch weiterhin auf Augenhöhe mit diesen Partnern zu verhandeln. Und natürlich freut man sich, wenn vielleicht in Zukunft Netflix oder Amazon, hat es ja schon getan, lokal hier produziert. Aber da kann ich Ihnen auch sagen, aus dem, was wir in anderen Bereichen sehen, der erste Deal mit diesen Spielern aus den USA ist immer der beste und dann sieht es irgendwann anders aus. Und vor dem Hintergrund müssen wir vor allen Dingen auch die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, dass wir ein Level Playing Field haben,
auf dessen Basis wir in Zukunft auch als gleichberechtigte Partner agieren können. Und Ihre Kollegen oder die Kollegen von der Filmakademie in Berlin haben das ja mit einem Brandbrief neulich nach Brüssel deutlich gemacht. Was da teilweise passiert unter den sperrigen Namen wie SatCap Online-Verordnung und so weiter, das ist... Können Sie kurz sagen, was das ist? Ja, genau, das ist eine Verordnung, die wird gerade diskutiert in Brüssel, und deren Konsequenzen sind für die deutsche TV, aber auch für die Produzentenlandschaft extrem, weil sie am Ende dazu führt, dass die globalen Plattformen in die Lage versetzt werden, Rechte sehr, sehr einfach und günstig zu erwerben. Ich kann dir das mal erläutern. Für unser Haus würde das bedeuten, dass in Zukunft eine Amazon oder ein YouTube TV, und die warten alle, ja, dass sie in Zukunft unsere Sender, die werden ja linear unverschlüsselt verbreitet über den Satelliten, abgreifen und auf ihren Plattformen streamen. Das heißt, sie würden in Zukunft bei Amazon Prime eben nicht nur ausgewählte Videoinhalte sehen, sondern ohne unsere Zustimmung auch unsere Sender, die Sender von RTL und von allen Kollegen. Und das hat fundamentale Auswirkungen auf die Art und Weise, wie in Zukunft Fernsehen geschaut wird. Und wir möchten, und so ist es im Moment auch, wir möchten mit einer Amazon auf Augenhöhe verhandeln, ob wir überhaupt unsere Sender zur Verfügung stellen, ob wir ProSieben, Sat1 oder auch die kleinen Sender zur Verfügung stellen. Und durch diese Regelungen in Brüssel, die getrieben sind von der Idee, der Kunde muss alles überall in Europa günstig und einfach bekommen, wird das unterlaufen. Und am Ende bedeutet das, dass wir diesen amerikanischen Giganten den roten Teppich ausrollen, hier die Medienordnung und die Medienlandschaft zu kontrollieren, und unsere Inhalte auf dem Silbertablett. Und das wird leider in Brüssel nicht begriffen. Und deshalb waren wir auch sehr froh, dass die Kreativindustrie sich mit diesem Brandbrief und mit Iris Berben als Präsidentin der Filmakademie da auch zu geäußert hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir neben den ganzen Chancen, die durch die neuen Spieler und durch die sequentiellen Erzählungen, die für die Kreativindustrie sicherlich da sind, auch sehen, wohin das führen kann. Nochmal zu der Forderung nach öffentlich-rechtlichen Geldern oder Beitragsgeldern für private Produktionen. Also sind ja ohnehin private Produktionen meistens, aber dann auch für Sender, die privat kommerziell fundiert sind. Ist es nicht ein bisschen verzweifelt zu sagen, also jetzt als Letzte wollen wir auch von diesen 8-9 Milliarden ein bisschen was abhaben, um Quality produzieren zu können? Oder? Ich würde das nicht verzweifelt nennen, sondern das ist ein durchaus berechtigter Ansatzpunkt, wenn Sie sich anschauen, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Generationenabriss stattfindet. Also beispielsweise die ProSieben News, die schauen mehr 14- bis 29-Jährige als Heute und Tagesschau zusammen. Und da kann man natürlich schon die Frage stellen, warum muss eine ProSieben Sat1 oder eine RTL das auf Basis von Werbegeldern refinanzieren, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk da privilegiert ist, in Verbindung mit der Tatsache, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja auch noch gleichzeitig Werbung auch selber ausstrahlt und monetarisiert. Und deshalb finde ich dieses Anliegen, und Sie rekurrieren ja da auf die Forderung von Konrad Albert, unserem Vorstand, vollkommen berechtigt. Und ich glaube, wir sind uns alle klar, also denken Sie nur an den Spiegelartikel vor 2 Wochen, dass es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon Reformbedarf gibt. Und das ist sicherlich ein Aspekt. Okay, es wurde hier angefragt nach einem Vertreter von ARD und ZDF. Niemand wollte sich dieser Diskussion stellen. Ich denke, es liegt vielleicht daran, dass vielleicht Wochenende ist. Und ja, das ist dann schwierig. Gehen wir so weiter hier in Köln gegenüber zum WDR. RTL war da ja am Anfang ein bisschen skeptisch, was diese Forderung anlangt, oder ist nicht sofort darauf eingestiegen. Jetzt schon. Warum? Ich glaube, wir sind hier in einem deutschen Sondermarktgebilde. Also wenn ich mir das anschaue, vielleicht ist es noch in Großbritannien noch etwas, sage ich mal, extremer, ja, mit der BBC. Aber was die Finanzierung angeht und auch der Wille, irgendwie möglichst auf allen Plattformen überall stattfinden zu müssen und das digital sozusagen um sich zu greifen, das ist, glaube ich, schon ein Punkt. Ich glaube, dass wir hier in Deutschland schon irgendwo eine gewisse natürliche Grenze setzen müssen, was irgendwie die öffentlich-rechtlichen Programmfinanzierungen angeht und auch der Griff auf die Digitalplattformen oder zu den Digitalplattformen auch in irgendeiner Weise auch ein bisschen fair sein muss. Weil wenn ich mir anschaue, was die Mediatheken machen können, ja, dann ist das sicherlich aus Konsumentengesichtspunkt fantastisch. Ja. Ich bin der erste Fan, der sozusagen Instant Replay auf Tatort sozusagen auf meinem HBTV-Fernseher macht. Ja, absolut.
Aber diese Rechte beispielsweise international zu bekommen für einen kommerziellen Sender, ist ganz einfach schwierig. Und wir sehen einfach, dass das sozusagen nicht endlos sein kann. Ich kann auch nicht nur einfach eine Serie kaufen und die irgendwie auf HBBTV exklusiv irgendwie 12 Folgen oder eine ganze Staffel einfach mal laufen lassen und gucken, was passiert. Das ist halt schon, das ist auch so Experimentieren und Laborfernsehen, wo ich dann irgendwie denke, da ist da wirklich sozusagen irgendein Konzept dahinter. Und ich glaube, da tun wir uns einfach schwer, das einfach grundsätzlich einfach mal geschehen zu lassen und das Programmbudget ist sozusagen, glaube ich, der von ARD und ZDF schlichtweg schon irgendwie das übersteigen, was wir gemeinsam eigentlich schon in die Waagschale werfen zwischen ProSieben und RTL. Ich glaube, da ist das, ich glaube, so hat es Anke auch gesagt, ja, begeben wir uns nicht nur international auf so ein schiefes Spielfeld, sondern auch im Markt. Das Modell weitergedacht hieße ja eine unendlich erweiterte Filmförderung. Ich meine, ihr seid ja zum Teil schon in lokalen, regionalen Filmförderorganisationen, die Produkte fördern. Wenn man das weiterdenkt, dann würde sozusagen irgendwer muss ja auch über Vergaben entscheiden und so weiter. Das ist nicht ganz einfach. Aber es ist zumindest ein interessantes Modell. Frau Steidler, kommen wir nochmal auf Netflix. Was ja Kreative schätzen, an diesem Modell, ist die Befreiung von der unmittelbaren Quoten, von der Ratingmessung. Also Netflix misst sehr viel, wahrscheinlich noch mehr als Free-TV-Sender, aber es funktioniert als Gesamtprodukt. Vielleicht können Sie dieses Modell noch mal erläutern. Gerne, aber ich würde, bevor wir auf Netflix kommen, vielleicht erstmal das Pay-TV-System in Deutschland gerne in Vordergrund stellen, weil wir hier in Deutschland parallel zum öffentlich-rechtlichen und werbefinanzierten Rundfunk auch noch einfach ein System haben mit der Plattform Sky und den dort operierenden Sendern, T-Home Entertain etc., die hier in Deutschland auch etwas kreieren, nämlich eigenproduzierten lokalen Content, wie es Turner macht, wie es Universal macht. Und das ist etwas, was wir hier in Deutschland zusätzlich auch noch Netflix, Amazon und Co. entgegensetzen können. Und das ist etwas, was hier auch immer mehr an Aufwind gewinnt. Es gab jetzt die neue Studie auf den Medientagen vorgestellt, dass Pay-TV auch zusätzlich zu VOD weiter auf Wachstumskurs ist. Und aus Produzentensicht ist diese Dualität, auch die wir da noch mal haben, etwas sehr Positives. Denn ein Sender wie Turner, ein Sender wie Sky, die produzieren jetzt immer mehr, immer verstärkter im fiktionalen Bereich auf einer Ebene, die es den Produzenten erlaubt, auf Augenhöhe zu sein und ein kreatives und freies Miteinander ermöglicht. Und okay, Sie sind aber jetzt nicht angestellt oder so? Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Überzeugendes Plädoyer für unsere Freunde von Sky und so, und bei den VOD-Playern mit Ausnahme von Maxdome und Turks hat man natürlich da die Amerikaner mit am Tisch sitzen, die dann auf ihre amerikanische Art und Weise mit auch ihren Terms of Legal aus USA verhandeln. Und da kommen wir dann auch gerade in der Vertragsgestaltung auf Produzentenebene sicherlich, ich habe jetzt noch keine eigene Netflix-Produktion durchgeführt, aber was man so hört, an die Grenzen, die auch mit dem deutschen Vertragsrecht, mit Kreativverträgen etc. vereinbar sind. Und meine Frage zielte ja nochmal auf diesen Paradigmenwechsel, den sich ja viele erhoffen, nachdem auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen mehrere Jahrzehnte sich sehr auf diesen Pfad der Quotenreligion begeben hat und der rein quantitativen Messung von Zuschauerreichweiten. Man weiß ja eigentlich letztlich trotzdem nicht, wie die Sendung wirkt. Und der Anteil an AfD-Zuschauern ist genauso groß wahrscheinlich wie die Wählerschaft der AfD. Trotzdem zählen die natürlich genauso wie alle anderen, ist ja auch richtig. Aber bei solchen Modellen, die eher, wie Sie sagen, Pay-TV, Streaming-Dienste à la Netflix, steht im Vordergrund letztlich die Abonnementserlöse im Jein, also da gibt es auch wieder natürlich unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ein Sender wie Turner, der auf der Plattform vertreten ist, kann jetzt nicht messen, was hat ihn Ed Friend, Weinberg oder 4 Blocks gebracht, weil sie nicht direkt auf die Abozahlen zugreifen können. Das heißt, hier hat man vor allen Dingen den Imagegewinn im Vordergrund für den Sender TNT-Serie in dem Fall.
bei Netflix, Amazon auch noch zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle. Netflix ganz klar die Ummünzung, wie viele Neuabonnenten habe ich, wie viele sehende Standardabonnenten streamen Dark beispielsweise ab 1. Dezember. Und bei Amazon hat man natürlich mit dem Prime-Abo das Geschäftsmodell, dass man die eh dabei hat und kann einfach noch den Mehrwert, auch hier eigentlich ein Image-Geschäftsmodell, noch zusätzlich im Hintergrund haben. Hm. Würden Sie der These von Herrn Müller zustimmen, dass man da, weil Amazon ist ja ein Konzern vollkommen neuen Typs, noch mehr als Netflix und Google und so weiter, also das riesen umfassende Kaufhaus, wo sozusagen Audiovision ein Teil ist und Bücher und Rasenmäher und Parfum und so weiter. Braucht man da wirklich mehr Regulierung oder kann man das überhaupt noch regulieren? Ob man es kann, weiß ich nicht. Ich bin keine Medienpolitikerin, aber ich stimme ihm da völlig zu, dass wir in Zukunft, Amazon ist die eine Nummer, aber es geht ja noch viel größer mit Google und Facebook und demnächst Apple, US-Konzerne am Tisch sitzen haben, die mit Milliarden auch gerade für Produktionen um sich schmeißen und auch die 8 Milliarden, die immer im Raum stehen für öffentlich-rechtlich, ist auch schön, aber dann irgendwann auf US-Basis eigentlich nichtig. Ja. Also man sieht das im Ranking, die ARD, wir haben das seit 95 gemacht, die größten Medienkonzerne der Welt, war 95 noch auf Platz 7, immerhin unter den 10 größten, wenn man sie als Medienunternehmen betrachtet, und jetzt auf Platz 30 oder so. Also man sieht, wie die Kapitaldynamik an der Spitze funktioniert. Herr Kessbucher, Sie machen ja, produzieren und schreiben politische Comedy im Grunde, im Wesentlichen. Ja, und ja, auch noch genau. Ein bisschen anderes, wir entwickeln gerade viel Fiction. Ja, okay. Sind auch aktiv im Dokumentarfilm und so, also es sind so, wir diversifizieren ein bisschen, machen ein Computerspiel, was es nächstes Jahr gibt, okay. Also wir versuchen uns da so ein kleines bisschen plattformunabhängiger zu machen. Ja, genau. Aber in diesem, nehmen wir mal jetzt die politische Comedy, Böhmermann und so weiter, das ist doch immer noch wirklich im Grunde ein sehr nationales Geschäft, oder? Das wird doch von diesen Dingen praktisch gar nicht tangiert. Also wir versuchen unsere Sachen, die wir machen, schon über die Landesgrenzen auch hinaus zu machen. Wir haben mit der ganzen Aktion um den griechischen Finanzminister Varoufakis, aber auch mit einem Musikvideo aus einer Sendung, aus einer sehr ganz speziellen Sendung aus dem letzten Jahr, das da auch noch drin war, das wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Mhm. Das Be Deutsch hieß zum Beispiel auch einen einigermaßen internationalen Hit, wo wir 40% der Views, also ich glaube so knapp 3-4 Millionen Views aus dem Ausland kommen. Also wir schauen da irgendwie über den Tellerrand hinaus und haben da natürlich auch im Endeffekt uns verschiedene internationale Produktionen aus Norwegen angeschaut oder mit den Niederlanden zusammen, mit denen wir ja gerade auch an einem europaweiten Comedy-Projekt nächstes Jahr in Brüssel arbeiten, beziehungsweise nicht nur europaweit, sondern weltweit, eine Art Comedy-Convention, die auch quasi die Länder, ähnlich wie der Eurovision Song Contest, nur mit mehr Köpfchen, die Länder dann genau für sich wie auch immer verarbeiten können. Wir liefern da eher nur den Stream und arbeiten da mit internationalen Kollegen zusammen. Also wir haben da das Gefühl, da passiert gerade relativ viel. Wir kommen gerade zurück aus Amerika, von einer Konferenz, wo wir uns auch mit internationalen Kollegen darüber unterhalten haben, wie können wir genau an dieser Stelle die politische Comedy auch über die Landesgrenzen hinweg verbinden, weil ich glaube, wir da alle mit ähnlichen Problemen, Rechtspopulismus in den Ländern, zu kämpfen haben und dass die Rechtspopulisten ja auch machen, die bewegen sich auch über die Landesgrenzen hinweg, seltsamerweise, weil es irgendwie nicht so richtig zu ihrer Agenda passt, aber genau, die verbinden sich ja dann. Die völkische Internationale. Ja, genau, die völkische Internationale. Aber ich muss da tatsächlich nochmal aus einer bisschen anderen Perspektive vielleicht auch nochmal zu dem gerade erzählten Partei ergreifen, weil wir natürlich ein großer Verfechter des öffentlich-rechtlichen Systems sind, nicht nur, weil die uns gerade den Löwenanteil unserer Produktion natürlich bezahlen, sondern weil wir tatsächlich davon überzeugt sind, oh, ich habe Probleme mit meinem Bart. Das geht, ist das jetzt besser? Das ist gut, ja. Weil wir tatsächlich davon überzeugt sind, dass dieses duale System extrem wichtig ist, um die Content-Qualität in einem Land zu erhöhen. Muss man jetzt gerade nur mal nach Amerika schauen, was passiert, wenn es so ein duales System nicht gibt und sowohl die rechten Medien als auch die linken Medien einfach ganz komplett von ihrem Publikum abhängig sind und es eigentlich keiner mehr so recht sich leisten kann, mal irgendwo in der Mitte zu berichten, weil dann sofort Zuschauer anfangen auszuschalten und das eben deren Kapital ist. Sobald die Zuschauer weggehen, werden die Werbezahlen geringer und so.
Und ich glaube, dass es einem so einem privaten System ganz klar ein öffentlich-rechtliches System auch genau in dieser Trennung gegenüberstehen muss. Ich glaube, dass das, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist mit dem öffentlich-rechtlichen System, dass es sich eben an denselben Zahlen orientiert hat und quasi an dem, denselben Maßstäben orientieren wollte wie das Private, nämlich an der Quote, an Sendeplätzen und so weiter und so fort, dass das natürlich der falsche Weg war. Das ist ein Weg, der uns aber auch ja, recht selten begegnet ist. Unsere Sendungen wurden nie gemacht aus irgendwelchen Quotengründen. Wenn es um die reine TV-On-Air-Quote ging, müsste man das eigentlich nach so vor 10 Jahren oder 5 Jahren Maßstäben alles absetzen. Ich glaube aber, das, was da gerade passiert, was wir so erleben, genau, das sind, wir sammeln Zuschauer auch im Internet ein. Das ist so eine, wir haben eine große freie Position, auf der wir mit einer großen, mit einem journalistischen Auftrag, aber auch einem Unterhaltungsauftrag arbeiten können. Und ich glaube, dass diese ganze Diversifizierung, von dem wir hier gerade auch gehört haben, es gibt immer mehr Kanäle, dass die wieder auch die Öffentlich-Rechtlichen dazu zurückführen wird, festzustellen, dass eben Content King ist und nicht Sendeplätze. Und das sieht man ja auch allein daran, dass Netflix das ja genau vormacht. Netflix hat seine allergrößten Erfolge mit Spartenprogrammen gehabt, die eine ganz spezifische Zielgruppe ansprechen, die kein Vollprogramm für die ganze Familie von 5 bis 85 sind, sondern die einfach ganz klar eine Gruppe ansprechen. Und ich glaube auch, dass das Öffentlich-Rechtliche dahin vermutlich zurückgehen wird, um sich so mehr Zuschauer einsammeln zu können, auch auf den Plattformen, auf den Mediatheken, dass es mehr wieder um Inhalte gehen wird und weniger um Sendeplätze, weil die Sendeplätze einfach nicht mehr mit den Quoten ausgestattet sind. Man kann nicht mehr einfach am Samstagabend irgendwas senden und die Leute schauen, sondern es ist einfach wichtiger geworden, sich Mühe zu geben. Und ich glaube, als... ja, es ist tatsächlich so. Und ich glaube, ich bin jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen weniger der Konzern- und Plattformvertreter, sondern wir sind auch eine sehr idealistisch getriebene, Content-getriebene Produktionsfirma. Ich bin da auch eher noch der inhaltlichere Vertreter von. Ich glaube, dass das eine ganz große Chance ist, überhaupt für Inhalte in Deutschland, weil wenn wir uns die letzten 20, 30 Jahre anschauen, was im Fernsehen passiert ist, dann kommt man quasi eigentlich ohne den Satz, dass die Idee, die ich Ihnen hier präsentiere, lieber Sender, ist so ähnlich wie das Format in Skandinavien oder in den Niederlanden oder in Großbritannien. Gucken Sie mal hier, das ist ein Link. Kommt man eigentlich gar nicht mehr bis zur Produktion. Und das muss weggehen. Wir müssen einfach wieder mehr Selbstbewusstsein haben. Das gilt genauso fürs Kino. Ich meine, das ist so eine, welche deutschen Filme schaffen es irgendwie gerade über die Landesgrenzen hinaus? Laufen mal in Cannes, laufen mal in Venedig. Das kann man tatsächlich oft an einer Hand abzählen. Und die Sachen, die es aber dann schaffen, sind dann komischerweise originell, sind dann deutsch, sind dann eigen, haben sich Leute ausgedacht, die irgendwas verarbeiten mussten, die irgendwie einen gesellschaftlichen Auftrag gefühlt hatten oder so. Und ich glaube, da muss der Inhalt wieder zurückgehen, dass wir aufhören, Sachen nachzumachen, sondern wieder anfangen, mehr eigene Sachen zu machen. Ja. Also Sie sehen, da ernten nur ganz kurz, Vier Blocks ist zum Beispiel auch ein hervorragendes Beispiel dafür. Das ist eine Serie, die schafft es, weil sie ein Berlin erzählt und nicht anfängt irgendwie zu sagen, na, wie haben die das da irgendwie gemacht, irgendwie in Amerika bei der Mafia-Serie oder so, sondern einfach sich einem eigenen Duktus bedient. Nee, ich denke, dass der Beifall ist hier ja einhellig, weil hier im Wesentlichen Kreative sitzen. Aber man braucht natürlich ein Game-Changing im Management der Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel. Ich sehe jetzt nicht, dass Reinhard Becker, um mal einen Namen zu nennen, jetzt aus dem politischen Bereich, dass der so der ist, der das so transformiert, was Sie sagen. Also man braucht ja die Figuren im Grunde, die hoffen Sie da auf einen biologischen Umschwung oder... Nee, ich glaube... Das ist ja jetzt gar nicht so, dass die Leute alle falsch sind, die da sitzen, sondern ich glaube, es war eben in den letzten Jahren tatsächlich so, dass es erfolgreich war, einen Sendeplatz zu haben. Das war relativ einfach zu sagen, dieser Sendeplatz hat wahrscheinlich immer so viele Zuschauer. X hat, genau. Wenn man da dann nichts senden würde auf diesem Sendeplatz, hätte er wahrscheinlich ein paar weniger Zuschauer, aber meistens...
verändert sich das nicht so arg. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, ne? Aber im Endeffekt ging es tatsächlich darum, dass man quasi gesagt hat, hier, das ist der Sendeplatz. Dieser Sendeplatz ist mit diesem Betrag ungefähr ausgestattet. Da erwarten wir uns diese Zuschauerschaft. Und das war das Denken, das hatte Erfolg, das hat funktioniert. Ich glaube aber, dass es einfach in Zukunft das Denken nicht mehr geben wird. Wir hatten vorhin ganz kurz darüber gesprochen, Sie hatten einen Dokumentarfilm gemacht, Die Sterne und die Köche. Ein 90-Minuten-Film, ganz fantastisch über die Sterne-Gastronomie. Und Netflix hat jetzt daraus... Netflix hat den Film gekauft und dann... daraus im Endeffekt 4 Staffeln Chefstable gemacht. Und macht da eine Serie, Spitzenprogramm, tatsächlich sowohl Spitzenprogramm im Sinne von tolles Programm, aber auch sehr spitz in der Zielgruppe. Eine ganz enge Zielgruppe, die da ansprechen, machen da 4 Staffeln, hochbudgetiert, international erfolgreich. Dafür wäre in einem öffentlich-rechtlichen System, so wie es aktuell aufgebaut ist, gar kein Platz. Dafür hätte man keine Sendeplätze, davon könnte man, könnte man irgendwie ich war eine Zeit lang auch froh, senden. Von den Sterneköchen wieder wegzukommen. Also insofern, nee, aber es ist einfach nur ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das natürlich auch in einer Mediathek, wird es auf einmal egal. Da gibt es auf einmal keine Minutenpreise mehr. Das ist eine Sache, die wir gerade lernen, wenn wir online-exklusiven Content herstellen für die Öffentlich-Rechtlichen, dann lernen wir auf einmal, gibt neue Herausforderungen. Und zwar auch für die Hierarchen. Die Hierarchen merken auf einmal, okay, Minutenpreise kann ich nicht mehr anwenden. Weil es ist nicht mehr wichtig, wie lang das ist, dass es in meinen Sendeplatz passt, sondern es ist wichtig, wie gut das ist. Das heißt, ich brauche auf einmal eine Bepreisung der Qualität. Und ich muss mich darüber einigen mit den Produzenten, wie ist eigentlich unser Qualitätsmaßstab und was darf der kosten? Das ist eine ganz interessante Frage an die Vertreter des privaten Mediensystems. Es gibt ja eine geheime Macht der Mediaplanung, das wissen wir ja, so WMP und solche Riesenfirmen, die Werbeschaltung und sowas. Das funktioniert ja zum großen Teil noch entweder nach einem alten System oder nach einem mysteriösen neuen Konfiguration in der digitalen Welt. Muss ich nicht irgendwie diese Frage der Quotenmessung, der Reichweitenermittlung vollkommen ändern? Und seid ihr da in den Händen dieser anonymen großen Mediaplanungsinstitutionen? Da wird ja selten öffentlich drüber geredet. Nein, da sind wir sicherlich nicht in den Händen. Aber was sich vor allen Dingen ändern muss, ist natürlich die Nutzung jenseits des klassischen TV mit einzuziehen. Das heißt, die Online-Nutzung, die Messung muss angepasst werden. Ja? Wir sehen ja aktuell, dass die Nutzung nicht nur noch jetzt zu Hause im Wohnzimmer Lean-Back stattfindet, sondern dass man unterwegs schaut, dass man über den Computer schaut, über mobile Endgeräte. Und da ist die Messung noch nicht auf der Höhe der Zeit. Und das wäre für uns das Wichtigste, damit einfach die Mechanik und die Währungssysteme einfach angepasst werden auf die aktuelle Nutzung. Wie lange dauert das noch? Also es heißt, dass 2018 mobil gemessen wird. Und da warten wir drauf. Und wir haben jetzt viele Angebote, die mobil verfügbar sind. Also Sie können beispielsweise die Sender der ProSiebenSat.1 auf den Channel-Apps oder auf unsere 7TV per Internet und per Mobiltelefon oder Smartphone empfangen. Und da freuen wir uns, wenn das auch gemessen wird. Ist das für RTL, ist das eine ähnliche Situation oder seid ihr eigentlich ganz froh, dass es noch so ist, wie es ist? Ich glaube, das verändert sich doch so stark, dass man da jetzt nicht irgendwie da sitzen kann und sagen, hoffentlich hält es noch lange. Ja? Die Frage, die sich stellt, ist einfach, sag ich mal, wenn man so Senderfamilien sich anschaut, wie eine RTL oder auch eine ProSieben-Gruppe, wenn ich eine RTL-App habe wie TV Now oder so, dann biete ich ja so etwas an, was ich ja im Hauptprogramm anbiete. Und was ich ja eigentlich sehe, ist, dass ja sozusagen viele neue Formate und spitzere Formate kommen, die nochmal eine Fragmentierung sozusagen bedeuten. Ja? Und wenn ich aufs Öffentlich-Rechtliche gucke, wäre ich total bei dir, ja, schneiden wir einfach das Koma-TV raus und machen Wach-TV rein, ja, aber das ist halt, sag ich mal, in der Balancierung irgendwie kriegen wir da noch nicht so ganz die Kurve, ja, und da haben wir nicht nur irgendwie Fronten, sag ich mal, zwischen Öffentlich-Rechtlichen und Privaten, sondern das findet ja auch irgendwie bei uns in den Sendern, sag ich mal, statt, dass man natürlich auch unglaublich viel Innovationskraft mitbringen muss, irgendwie wie beispielsweise auf einem Sender wie Vox, ja, und Club der Roten Bänder oder auch Sing My Song oder andere etwas neue Formate zu etablieren. Da braucht man einen langen Atem, da muss man auch Flop-Risiko in Kauf nehmen. Das ist aber sozusagen
sozusagen, wenn man auf der Erfolgswelle schwimmt, extrem schwer irgendwie umzusetzen. Und ich finde es einfach nur gut, wenn da jetzt einfach so einfach auch Achtungserfolge mal diese Mühe auch belohnt. Und das sieht man dann auch mal in Quoten, die ich dann auch mal positiv nennen will, irgendwie, die wiederum von der Werbeindustrie noch nicht so wertgeschätzt wird. Mhm. Also das mal als Gegenbeispiel, dass man sich dann auch da loseisen muss. Ja. Mhm. Wichtiges Thema, wird häufig nicht genügend diskutiert, weil das ist immer so graumäusig, die Mediaplaner, die Werber und so weiter. Und das müsste man vielleicht stärker in den öffentlichen Fokus rücken. Frau Steiler, kommen wir nochmal auf die Fiction zurück. Wir hatten ja jetzt den ganzen Hype mit Berlin-Babylon. Heißt es Babylon-Berlin oder ich müsste es eigentlich wissen? Berlin-Babylon, Babylon-Berlin, Babylon-Berlin. Ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht. Nein, doch, das müsste. Babylon-Berlin. Babylon-Berlin, genau. Ja. Wir haben es ja hier gezeigt in Köln mit Tom Tykwer und den anderen Regisseuren. Das war ja so ein bisschen nach der Serie, die Dominik Graf damals gemacht hatte für die ARD, den Sechsteiler. Im Angesicht des Verbrechens. Der erste wirklich, sage ich mal, finanziell hochbudgetierte Versuch, sozusagen internationale Standards zu erreichen. Warum, ist es sozusagen im Markt fast nicht mehr möglich, häufiger solche Serien? Also lassen wir mal Deutschland 83 und so raus. Ich meine, generell. Generell. Also ich komme also, da, The Crown, haben wir eben drüber geredet. Ja. Wahrscheinlich die teuerste Serie bislang, die Netflix gemacht hat. Also teurer als House of Cards. Wenn ich das richtig gelesen habe, angelegt auf 60 Folgen, 60 Minuten, 20 Folgen sind produziert. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, die Geschichte des britischen Königshauses fängt an mit der jungen Elisabeth II., wird wahrscheinlich enden bei Prinz William oder wie heißt seine neue Freundin. Also da, man kann 60 Frau. Folgen kriegt man schon, 60 Folgen kriegt man schon zusammen. Aber mit einem wahnsinnigen Produktionsaufwand, noch höher als Babylon Berlin, würde ich sagen. Ist das im deutschen Markt überhaupt zu erbringen oder ist die englische Sprache und der angloamerikanische Raum da ohnehin mit der Kapitalkraft so weit enteilt, dass man das kaum noch schafft? Also man hat es noch nie geschafft, das ist glaube ich der Punkt. Und dass jetzt solche Produktionen wie Babylon Berlin kommen, hilft der gesamten Branche, dass, wie wir das nennen, die Produktion traveln können. Die deutsche Sprache war gerade für Comedy natürlich immer das Mega-Hemmnis und da gerade auch im Fiktionalen führte nicht so viel gerade nach Amerika über den Teich hinweg. Also das ist schon immer schwierig gewesen. Solche, das Boot war die große Ausnahme. Ja, also es gibt auch immer wieder Kinofilme, die es natürlich geschafft haben. Die Amis lieben, wenn aus Deutschland, was Historisches. Deswegen ist Berlin-Babylon da natürlich jetzt die ideale fiktionale Produktion, um den großen Aufschlag auch in Amerika mal zu machen. Aber zwischen jetzt angesichts des Verbrechens und Babylon-Berlin gab es schon noch jetzt im Gesamtspektrum die ein oder andere Serie, die extrem erfolgreich war, Deutschland 83. War vor allen Dingen international erfolgreich, hier nicht so, aber das hat wahrscheinlich andere Gründe gehabt. Und es gab dann aber auch in der ARD die Charité in diesem Frühjahr, die sensationelle Quoten hatte. Also wenn man genau ins Programm schaut, egal ob werbefinanziert, öffentlich-rechtlich, es gibt immer die Rosinen. Und der Knackpunkt ist, dass man die Zuschauer, gerade die Jungen, auf diese Rosinen aufmerksam machen muss. Ich sehe das bei meinen Studenten. Charité mäßig beworben, hat keiner von meinen Studenten, bis ich sie da drauf gepusht habe, gekannt. Und ja, weil die natürlich so Krankenhausgeschichten als junger Mensch. Weiß ich nicht, ob ich mir das damals angeguckt habe. Plattformproblem. Absolutes Plattformproblem. Ich meine, Babylon und Berlin gucken ist ja schier unmöglich. Ja. Also das ist so, ich habe jetzt dann festgestellt, dass man in der App nicht spulen kann. Dann hatte ich die Folge bis zur Mitte geguckt, dann muss ich wieder von Anfang an gucken. Also das ist so also das ist ja tatsächlich auch so ein Problem, wo man auch feststellt, das macht Netflix wiederum sehr richtig. Da sind die sehr professionell. Das ist einfach sehr professionell. Und das ist immer in allen Ländern gleichzeitig Stranger Things, zweite Staffel, alle Folgen, Kinofilme und überall verfügbar. Ja. Das ist natürlich, da muss natürlich auch noch viel nachgearbeitet werden. Aber wenn wir jetzt gerade nochmal die Charité rauspicken, also sensationelle Quoten hat super gut auf dem Programmplatz Dienstagabend in der ARD funktioniert, da sind wir wieder beim Programmplatz. Aber
die Studenten, also gerade diese junge Zielgruppe, um die es die ganze Zeit geht, wollten unbedingt das in der Mediathek anschauen und da war es nach 7 Tagen nicht mehr da. Also daher auch natürlich ein Stück weit ein Regulierungsproblem, um diese junge Zielgruppe zu catchen. Und wenn ich da noch ein bisschen weiter ausholen darf und mal die finnischen Freunde anschaue, nämlich der öffentlich-rechtliche finnische Sender Yle, ich weiß nicht, wer den von euch kennt, wahrscheinlich eher nicht alle, so ja, alle. Yle hat es geschafft, mit 10-to-10-Formaten, also 10 Folgen à 10 Minuten, diese junge Zielgruppe online zu catchen und in ihr Fernsehprogramm zu holen. Es gibt eine Serie, die es tatsächlich auch auf Englisch gibt, sonst hätte ich sie auch nicht so gut verstanden. Die heißt Mental, finnisches Wort ist mir entfallen. Und Mental wiederum hat es genau so, wie ich es gerade beschrieben habe, geschafft, diese junge Zielgruppe wieder zu ihnen ins Fernsehprogramm zu holen. Also deswegen auch im Fiktional, es geht nur um die Inhalte, die aber eben auch diesem jungen Publikum nähergebracht werden müssen. Mhm. Dann hat man sie wieder, auch im ZDF. Und ich glaube auch tatsächlich, also weil es ja heute auch um einen Ausblick geht, was ich mal ganz gespannt bin, was in der Zukunft passiert, ist, wie das Thema Verfügbarkeit sich noch weiterentwickelt. Weil das ist natürlich, und da merke ich auch immer wieder, da schieße ich mir ins eigene Knie, weil ich natürlich eigentlich denke, naja, das Arbeitskonzept, das Finanzierungskonzept von vielen Produzenten liegt darin, Verfügbarkeiten einzuschränken, um quasi an verschiedene Plattformen zu verkaufen und zu sagen, jetzt haben wir erstmal den Start hier und dann kommt es irgendwann mal dort und der gibt noch ein bisschen Geld und dann hat der das irgendwie nach 6 Monaten und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass das, wenn man sich das anschaut, was Netflix gerade so macht, wenn man sich auch anschaut, wie Kinovertrieb sich verändert dieser Stelle, bin ich auch mal gespannt, ob das Publikum in 10 Jahren noch mitmacht. Ob das Publikum in 10 Jahren akzeptiert, dass ein Film in Amerika erst läuft und dann nicht in Deutschland gleichzeitig ist. Und, ne, und ob das Publikum das akzeptiert, dass eine Serie in einem bestimmten Kanal irgendwo erstmal schon mal ist und dann erst für alle verfügbar ist. Das wird eine ganz, ganz spannende Frage, auf die sich die Plattformen auch einstellen werden müssen und wo ich auch das Gefühl habe, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen fände ich das ganz fantastisch, wenn die Entwicklung irgendwann mal dahin geht, dass sie dann irgendwann mal sagen, dann müssen wir halt nicht so viele Serien machen, aber halt gute. Und die sollten dann für alle verfügbar sein. Also ich finde auch die Diskussion, die aktuelle, über Babylon Berlin, da ruft mich dann meine Mutter an und sagt, Mensch, hast du davon schon gehört? Das hat ja wahnsinnig viel Geld gekostet. Und, weil es in der Bild-Zeitung stand. Ja, oder auf anderen. Da muss ich jetzt meine Mutter wieder okay, gut, ja, das war jetzt eine unfaire Zwischenbemerkung. Daher hat sie es nicht. Aber nein, weil da so darüber gesprochen wird, ne, und die Leute alle so tun, das wäre unfassbar teuer und dann ist das noch nicht mal so wahnsinnig gut. Oder so hat man auch schon gehört. Und ich denke mir, das ist doch völlig egal, das ist doch richtig so, dass das teuer ist. Und eigentlich ist doch das Problem, dass es nicht jetzt, diese Woche in der ARD-Mediathek, die dann noch snappy auf allen Endgeräten irgendwie überall verfügbar ist, da ist, wenn das doch schon so teuer ist und so prominent. Herr Müller. Ja, ich glaube, da sind wir wieder beim Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Verfügbarkeit. Natürlich, der Nutzer, der Zuschauer möchte alles jederzeit umsonst, ganz klar, möchte ich auch. Ja. Aber korrigieren Sie mich, also Sie haben ja gerade jetzt gesagt, ärgerlich, dass Babylon jetzt nicht schon verfügbar ist. Also ich glaube, das ganze Projekt hätte nicht funktioniert, wenn Sky da nicht mitfinanziert hätte. Und Sky, ja, ich glaube, man muss sich da schon entscheiden. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt für die Industrie. Wenn Sie sich beispielsweise die Regulierung in der Schweiz anschauen, da gibt es eine Plattform, vielleicht kennt der eine oder andere das, Satu, ein OTT-Dienst. Ja, wenn Sie sich das dort anschauen, dass alles, was linear ausgestrahlt wird, jederzeit verfügbar, Sie gehen da ganz toll in einem elektronischen EPG zurück auf den Sonntag, klicken das an, Sie alles. Also auch unsere Inhalte, obwohl wir die Lizenzen dafür gar nicht haben, weil die Schweiz das als altes revolutionäres Alpenvolk einfach für ihre Mitbürger so eingerichtet hat. Nur was bedeutet das für uns? Unsere Inhalte werden nicht mehr live geschaut, das wird überspielt und wir können unsere Sendung dort bald nicht mehr refinanzieren, auf jeden Fall nicht mehr in der Art und Weise wie in der Vergangenheit, weil die werbetreibende Industrie sagt, naja, die schauen alles an, die schauen es zeitversetzt, es wird nicht gemessen und alle spulen die Werbung vor. Und da muss man eben auch sich am Ende entscheiden. Also ich bin auch für Kreativität, ich bin auch für Produktionen, auch lokale vor allen Dingen, aber am Ende muss die Verwertungsstruktur so ausgestaltet sein, dass alle da vernünftig ihr Geschäft machen können. Gar keine Frage, aber ich meine, es gibt ja auch
private Player, die existieren, also und gerade sehr groß werden, wie zum Beispiel Netflix. Also ich glaube natürlich auch, dass im Privatfernsehen auch ein Umdenken stattfindet. Na gut, aber jetzt sind Sie bei Netflix. Netflix ist ein amerikanischer Service, die haben eine ganz andere Skalierungsmöglichkeit. Wir hatten eben irgendwie die Zahl, wurde eben aufgerufen, wie viele Kunden die weltweit haben. Das können Sie doch nicht vergleichen mit einem portugiesischen Anbieter oder mit einem lettischen oder mit einem finnischen oder auch mit einem deutschen. Und da muss man am Ende sehen, was sind die Notwendigkeiten, auch wenn dieses hohe Lied auf Netflix gesungen wird. Also wir dürfen auch nicht vergessen, dass das auch in den USA ganz kritisch gesehen wird. Also ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, Disney hat seinen kompletten Studio-Content von Netflix auch abgezogen, weil sie das als Bedrohung sehen und ihren eigenen Disney Live, ihren eigenen Streaming-Service angeboten. Fox lizenziert nicht mehr bei Amazon. Ja? Also insofern, klar, ich sehe die Chance und die Möglichkeit. Produziert Netflix ja auch mehr und mehr selbst. Ja, natürlich, aber genau das ist ja der Punkt. Ne? Man hat am Anfang hat man eben sich die Lizenzen besorgt bei den Partnern, um selber groß zu werden. Jetzt hat man die Kapitalkraft und jetzt agiert man in einer Art und Weise, die einfach dann auch die Studios gefährden. Und insofern sehen wir, da ist ein ganz großer Machtverteilungsprozess im Moment in Gang. Und der dehnt sich aus über die verschiedenen Inhalteanbieter, aber auch über die verschiedenen Plattformen. Schauen Sie auch eine Deutsche Telekom, wir haben eben im Vorgespräch drüber gesprochen, erwirbt jetzt auch Inhalte durch die Konvergenz und durch die neuen Möglichkeiten. Kann jeder am Ende alles machen. Auch wir haben früher nur unseren Sender ausgestrahlt und hatten keinen Kontakt zum Endkunden. Das haben wir jetzt eben auch. Und durch unsere Apps und die Deutsche Telekom als eigentlich, Leitungsanbieter oder Verteiler wird jetzt auf einmal Inhalteanbieter und das sind extrem komplexe Entwicklungen, die da passieren und man muss dann sehr, sehr wachsames Auge drauf haben, weil natürlich dann auch die Frage ist, wohin wird der Zuschauer am Ende geleitet, wenn sie dann bei der T-Entertain die Box anmachen oder bei Sky. Früher war es so, sie haben Fernseher angemacht und da lief eben das letzte Bild, was sie am Abend vorher geschaut haben. So, und jetzt geht da ein neuer Homescreen auf und dann wird ihm was empfohlen. Ja? Da werden sie durch Algorithmen irgendwie durchgeführt und dann bin ich jetzt nochmal bei dem ganz großen Bild. Das dürfen wir eben auch nicht vergessen, dass am Ende über diese Plattform und insbesondere die großen amerikanischen Giganten dann die Möglichkeit eben auch besteht, dieses Fernsehverhalten zu kontrollieren, zu steuern, anzureichern mit entsprechender Werbung. Und dann sind wir wiederum bei dem Thema, wie viel Macht wollen wir denjenigen einräumen, die schon sehr, sehr viele Lebensbereiche von uns allen kontrollieren. Ja. War jetzt ein großer Bogen, aber nochmal zurück. Ich glaube, am Ende müssen alle Geld verdienen. Und ich finde, das ist dann einfach zu einfach zu sagen, ach, wäre doch schön, wenn wir jetzt Babylon, wenn das jetzt in der Mediathek wäre, warum nur 7 Tage, wäre doch schön das ganze Jahr. Also, aber das war jetzt so gar nicht gemeint. Das war jetzt gar nicht so eine blumige Fantasie, das muss natürlich das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch bezahlen. Und zwar ganz. Ja, natürlich darf dann so ein Player wie Sky an der Stelle keine Rolle spielen. Richtig, ich hoffe, Sie fordern jetzt nicht noch, dass wir die Gebühren erhöhen. Also ich glaube, da müssen wir schon irgendwie ein Stück weit auch einen realistischen Blick drauf haben. Aber es ist doch genau dann genau das Richtige, dass wir ein starkes öffentlich-rechtliches System haben, was dafür sorgt, dass wir eigene Contents haben, die sich auch quasi messen können mit den aus Amerika kommenden, dass es eben nicht diese Kontrolle von Übersee gibt, dass es eben nicht zu deren Medienlandschaft wird, sondern dass wir unsere eigene Medienlandschaft behalten. Und ich glaube, das ist nur durch ein duales System aufrechtzuerhalten. Ja, also ich habe jetzt nicht gesagt, wir sollten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zumachen. Wenn ihr noch Geld haben wollt, müssen die Gebühren natürlich erhöhen. Genau, ja. Ich habe nicht gesagt, wir sollten ihn zumachen, aber man muss natürlich schon gewisse Fragen stellen. Und es ist ja auch schön, wenn Sie immer auf diese Qualitätsware, die da läuft, anspielen, aber da läuft eben auch eine Menge Inhalt, wo man sich fragen kann, ob das jetzt da notwendig ist im Sinne von Meinungsvielfalt und so weiter. Und am Ende bleibt es dann einfach bei der Frage, 8 Milliarden Euro und gleichzeitig noch Werbung machen und unbegrenzt die Inhalte in den Mediatheken zur Verfügung stellen, auf Basis, und das muss man sich auch mal klar machen, auf Basis der Idee, der Rundfunk muss öffentlich-rechtlich sein, weil der Rundfunk so gefährlich ist im Sinne von Gleichzeitigkeit von Bild und Ton. Das ist ja die Grundlage, warum es überhaupt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Und wir haben jetzt, ich meine, schauen Sie, wir haben kein öffentlich-rechtliches System im Print. Ja? Und trotzdem gibt es von Spiegel bis Taz und so weiter. Und wir haben diese ganze Architektur, die wurde damals geschaffen, als es nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gab. Jetzt gibt es Internet, jetzt gibt es eine Meinungsvielfalt über andere Plattformen, dass man schon die Frage stellen muss,
muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk in dieser Art und Weise ausgestattet. Herr Müller, die Frage wird ja gestellt. Es gibt ein bisschen Bewegung, ist in diese lahme medienpolitische Debatte hier ja doch gekommen, in dem Broster in Hamburg gesagt hat, wir müssen über Budgetierungsmodelle nachdenken. Übrigens ein Vorschlag, den mein Institut mal ursprünglich entwickelt hat. Also nicht mehr in Kanälen denken, sondern was machen die eigentlich mit dem Geld, was sie bekommen, müssen stärker nachweisen, wie viel Kreativität da auch rauskommt. Das gibt es ja schon. Es ist ja nicht so, dass, absolut. Ich meine, das schöne Beispiel ist ja der Fußball. Ja, der Fußball, klar, das will auch natürlich jeder sehen. Und aber es wurden dann einfach auch Mondpreise bezahlt, da mussten die Privaten dann aussteigen. Ja? Okay. Gut, wir müssen zum Schluss kommen. Ja. Eine Abschlussfrage an Jemil bitten um eine kurze Antwort. Also in 10 Jahren, ich weiß, dass es eine unmögliche Frage ist, was ist das, was in 10 Jahren sich am schärfsten von dem unterscheiden wird, was wir jetzt haben in dem System, an Ihrer Meinung nach? Also was wird sich an Trend am meisten verstärken? Herr Müller. Also die Art und Weise der Nutzung wird sich sicherlich verändern. Es wird neue Funktionen im Fernsehen werden sich durchsetzen, zeitversetzte Nutzung, NPVR-Funktionen, Replay. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass das lineare Fernsehen nach wie vor noch eine große Rolle spielen wird, bei allen Götterdämmerungsfantasien, die hier auch durchlaufen, weil am Ende dieser Lagerfeuer-Moment, das gemeinsame Erleben. Darauf habe ich jetzt gewartet, dass es nur mal einer sagt. Ja, der Lagerfeuer-Moment. Ja, weil jetzt dieser Tisch da auch so schön in der Mitte steht, muss ich jetzt drauf differenzieren. Nein, aber ich glaube, das wird nach wie vor noch eine Rolle spielen und ich glaube, wir sollten eben auch alle ein Interesse daran haben, dass die Sender als Agenten erhalten. Agenten Inhalte zusammenfassen und dass es nicht nur noch über eine Deaggregation über Inhalte läuft, bei der eben auch eine ganz große Gefahr besteht, dass der Zuschauer und Kunde irgendwie auch manipuliert wird. Also ich glaube auch an das lineare Fernsehen auch in der Zukunft. Die Technik wird sicherlich nochmal eine ganz große Rolle spielen. Wir sprechen dann schon vielleicht von Ultra HD 2.0, von 8K. Ja, da wird es ganz scharfe Bilder geben. Das wird sicherlich dann auch, was die Ausgestaltung angeht, nochmal einen Impact haben. Ja, und wichtig, dass die Regulierung entsprechend reagiert, damit wir diese Vielfalt, die wir heute haben, und vielleicht auch persönlich zum Schluss, da gehört der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf jeden Fall dazu. Aber die muss abgesichert werden gegen die großen Plattformgiganten, die da jenseits des Teiches auf uns warten. Okay, Herr Kessbohrer. Ja, ich träume auch mal so ein bisschen vor mich hin. Ich glaube, dass Inhalte wichtiger werden, weil das, was weil einfach der Zuschauer wieder wichtiger wird und der Zuschauer viel mehr Alternativen hat, sehr viel mehr Möglichkeiten hat, woanders hinzugehen und es deswegen wichtig sein wird, ihn zu gewinnen. Und das wird in Zukunft sicher wieder mehr über Inhalte passieren müssen. Ich glaube tatsächlich, und das ist jetzt tatsächlich so eine wilde Vision, weiß ich nicht, ob sowas in die Richtung passiert, aber eigentlich glaube ich, dass Senderplattformen, Medienplattformen werden, die eine größere Rolle spielen als heutzutage, dass ihr lineares Angebot aber vielmehr eine Playlist ist, die läuft und die die Leute gucken können, die da vielleicht noch drauf stehen oder vielleicht so auch keine Lust haben. Ja. Genau, vielleicht auch keine Lust haben, sich irgendwie ihr Programm selber zusammenzustellen. Aber ich glaube, dass der Fokus total darauf liegt, uniques Programm für ganz bestimmte Zielgruppen zu machen und das lineare Programm vielleicht sogar weniger vielfältig wird, was ich tatsächlich auch so meine, dass es einfach auch überhaupt gar kein Problem ist, wenn auf allen Sendern das gleiche Frühstücksfernsehen läuft und so weiter und so fort. Also, dass man da nicht irgendwie für jedes dritte Programm auch noch ein eigenes braucht und so, sondern dass die Leute sich wieder fokussieren, einzelne inhaltliche Marken zu generieren und das lineare Ablaufprogramm zu Live-Events eine wahnsinnig große Rolle weiterhin spielen wird. Aber in den ganzen anderen Sachen, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Sendungen auch voraufgezeichnet sind, aber es ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz und ich glaube, für die meisten dieser Sendungen wird das lineare Programm keine große Rolle mehr spielen.
So, jetzt ist eigentlich fast alles gesagt, aber ich habe noch einen Aspekt hinzuzufügen. Ich unterstreiche alles Gesagte zu 100%. Es wird in eine Richtung noch eine sehr verstärkte Entwicklung geben, nämlich es wird neue Plattformanbieter geben, die wir jetzt alle noch nicht auf dem Schirm haben, nämlich Mercedes, BMW und Co., denn autonomes Fahren wird kommen. Wir haben an der Hochschule diverse Forschungsprojekte. Der Fahrersitz wird der neue Sessel im Grunde vor dem Fernseher werden. Und Mercedes fängt bereits jetzt an, Forschungsprojekte zu betreiben. Was sind die Inhalte, die auf diese Screens gehören können, etc. Also hier in diese Richtung haben wir noch neue Plattformen, die auch reguliert werden müssen, die auch Inhalte brauchen. Und hier wird eine noch stärkere Verschärfung des Wettbewerbs, um die Gunst der Zuschauer beim Autofahren dann auch in dieser Zeit stattfinden. Interessanter Aspekt. Vielleicht sollten Sie erstmal das mit der E-Mobilität auch hinkriegen, aber dann ist es ein weites Feld für neue Produktionen. Herr Nölke, auch RTL wird sich da sicher beteiligen als Kooperationspartner von Daimler und Volkswagen. Ich bin mir sicher, wenn es da nicht noch andere ganz neue virtuelle Welten gibt, in der man sich dann noch elaborieren kann. Also ich bin da... Ich bin eigentlich sozusagen von dieser Diskussion hier noch so ein bisschen ernüchtert insofern, als ich sage, okay, Enthusiasmus für das Neue, sensationell. Ich glaube, wir machen uns nur noch gar keine Vorstellung, was eigentlich am Ende dabei rauskommt, weil das, was uns jetzt hier als kreative Fernsehindustrie so gefällt, auch an dem Output, der bei Netflix oder bei Amazon stattfindet, das wird ja nicht die Realität nachher sein, mit der sozusagen die Masse sozusagen sich irgendwie damit und wo das große Geschäft nachher auch in Profitabilität für einen Netflix und einen Amazon tatsächlich spielen wird. Ja? Ich meine, Crown hin und House of Cards her. Ich bin da leider etwas geläutert, weil ich glaube, dass die Spitzeninhalte, die wir lieben in den Nischen, natürlich stattfinden. Aber ich hatte gerade hatte mir gerade vor ein paar Tagen jemand gesagt, Facebook und YouTube werden letztlich so ein bisschen das Radio sein, was es für die Musikindustrie jahrzehntelang irgendwie auch war. Und da wird eine Menge Dudelei stattfinden, da wird eine Menge dadurch gepusht werden können und das wird nachher unsere Arbeit jeden Tag oder unsere Produktion am Ende beeinflussen und das wird eben nicht nur $6 Millionen per Episode sozusagen Budget sein, leider nicht. Aber Sie müssen zugeben, es ist interessanter, über die High Quality zu diskutieren, als über das. Ich bin voll dabei und ich liebe es auch, aber ich befürchte, die Realität auch, sage ich mal, wohin auch Netflix und Amazon steuern, wird auch wieder mehr Mainstream sein, dann werden wir wieder an so einem Punkt der Nivellierung ankommen und dann geht es wieder um die Sportrechte, dann geht es um die Live-Events, dann geht es um das Lagerfeuerfernsehen, weil das ist das, was am Ende nachher kommerziell leider den Bottomline-Effekt gibt. Vielen Dank. Ein Lob der Dialektik zum Schluss von RTL, dem größten Steuerzahler Kölns, das darf man ja auch mal sagen. Und damit entlasse ich Sie alle. Vielen Dank für die lebendige Diskussion.